Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo über Ark Extinction. Und es wurden mal wieder ein paar neue Sachen veröffentlicht, die ich heute jetzt euch präsentieren werde und mal ein bisschen mit euch darüber sprechen werde oder sowas. Und zwar, es wurden ein paar Bilder veröffentlicht, sagen wir es so. Es wurden keine neuen Trailer oder sowas, aber Bilder. Und aus denen kann man schon mal ziemlich viel rausholen, finde ich. Also, wir fangen mal mit der unspektakulärsten Sache natürlich an. Das wäre in dem Fall noch ein neues Ding über die Titanen. Titanen sind zwar cool, aber wir haben ja schon den Baumtitan auf dem letzten Bild gesehen, im letzten Video. Wer es nicht geguckt hat, unbedingt angucken. Da haben wir diesen Baumtitan gesehen, oder Waldtitan, wovon es jetzt auch eine was weiß ich, wie man die Dinger ausspricht, halt diese Einträge da sieht. Ja, das war es eigentlich schon, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Auf dem anderen Bild konnte man ihn, finde ich, besser erkennen als auf dem Zettel, auf dem zerrissenen. Aber wir haben so einen jetzt. So, eine weitere nicht so spektakuläre Sache ist, dass Extinction Chronicles Teil 4, glaube ich, in Ark gepatcht wurden. Also, die sind jetzt da reingekommen. Der Tech-Quetzel ist jetzt auch verfügbar. Und ja, könnt ihr auschecken in eurer Ark-Welt. So, die nächste Sache ist eine Art Höhlengebilde, wo ein See unten drin ist sozusagen. Also, finde ich, sieht es so ungefähr aus. Was wahrscheinlich ein Screenshot einfach aus der Map ist eben. Und auf diesem Bild sehen wir ziemlich viele Dinosaurier und Kreaturen. Vor allem viele Corrupted-Sachen. Wir sehen einmal einen normalen Bronto, das heißt, es wird Brontos geben auf der Map. Neben dem Bronto sehen wir, glaube ich, einen Gasbag, außer es ist ein Stein, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Gasbag. Und hinterm Bronto ist ein Corrupted Stegosaurus. Dann sehen wir noch einen Corrupted Spino. Hinter dem ein Corrupted Rex. Dann zwei Corrupted Caloceterium oder wie man die ausspricht. Und das Allerkrasseste, wir sehen hinten so eine Art Manta in der Luft fliegen. Also ich finde, es sieht aus wie ein Manta. Und es sieht von, also es sieht auch, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Reefback von Subnautica zum Beispiel. Aber es sieht auf jeden Fall sehr groß aus, das steht schon mal fest. Und jetzt kommt die Frage, ist es entweder nur eine normale Kreatur, die so existiert, die da einfach rumfliegt, oder ist es ein Lufttitan? Weil die Titanen haben vielleicht ja, also wir kennen ja bis jetzt den Wald- und den Eistitan, die haben beide so eine ähnliche Struktur, also so ein bisschen humanoid sehen die aus. Weil die wahrscheinlich beide aufrecht laufen. Und ein Sky-Titan, der dann plötzlich aussieht wie ein Manta, wäre dann komisch. Aber es wäre schon ganz geil, weil es bis jetzt noch keinen einzigen Mini-Boss oder Boss in der Luft gibt. Außer halt den Drachen. Aber der ist halt nicht nur Luft, der kann halt auch laufen. Aber so ein nur Luft-Boss wäre schon mal interessant. Aber ja, ich bin gespannt, was es da noch so geben wird. Wenn die es so machen, dass es ein Luft-Titan ist, dann wirklich wäre es ziemlich cool. Die nächste Sache ist auch wieder ein neues Bild. Es geht über diesen einen Drachen, den ich im letzten Video schon besprochen habe, und über die Eule. Dieser Drache, dachte ich ja eigentlich, dass er vielleicht im Wasser lebt, weil diese Flossen oder diese Membran an seinen Armen aussehen wie Flossen eben. Über die Eule wusste ich noch nicht so viel. Ich habe nur gesagt, dass ich hoffe, dass sie groß ist wie ein Argentavis oder so, oder sogar noch größer. Jetzt haben wir ein Bild, wo die beiden in einer Art Eislandschaft zu Hause sind, sage ich mal, mit irgendwelchem roten Nebel. Sieht für mich aus wie Eis oder eine Kristalllandschaft, also aus irgendwelchen Kristallen oder Quarz oder so. Und wie man hier sieht, der Drache lebt auf Land und fungiert wahrscheinlich wie ein Rockjack, weil er gerade wahrscheinlich landet, so sieht es für mich zumindest aus. Also ich schätze mal, der kann auch gleiten und klettern, also wird wahrscheinlich einfach der Rockjack von Extinction sein, schätze ich mal. Und wegen der Eule, man sieht, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, also wenn wir davon jetzt ausgehen, dass der Drache ungefähr so groß wie ein Rockjack ist, dann ist die Eule wahrscheinlich auch ungefähr so groß wie ein Angentavis. Also, ich schätze mal, auf beiden kann man reiten und beide sind Samba. Was die jetzt genau können, vielleicht kann der Drache ja, was weiß ich, noch Feuer spucken. Und das ist eine Mischung aus Warren und Rockdrake. Und bei der Eule, vielleicht kann die ja, was weiß ich, sich unsichtbar machen oder so, wer weiß. Aber das ist auch noch ein neues Bild, was wir, ja, zu Gesicht bekommen haben. Und ha, Leute, dachtet ihr wirklich, das war alles? Nein, nein, nein. Ark hat nämlich doch einen Trailer released. Allerdings etwas später als die Bilder, aber sie haben noch einen neuen Trailer released zu einer neuen Extinction-Kreatur.
Ich glaube, nachdem der Trailer-Titel einigermaßen, sag ich mal, Gacha heißt, heißt es hier vielleicht Gacha oder was weiß ich, vielleicht einfach so, egal. Wir wissen zumindest noch nicht, wie es hier heißt unbedingt. Aber es sieht schon mal aus wie eine Art Faultier, finde ich. Man sieht, dass es ziemlich krustig am Rücken ist mit ein paar Kristallen und es hat so einen lustigen kleinen Behälter um den Hals baumeln. Und so wie ich das verstanden habe, ist es sowas wie ein Händler. Also ich nehme an, man kann die Kreatur nicht zähmen, weil man sieht in keinem dieser Clips irgendein Survivor auf ihm sitzen und so reitbar sieht das jetzt auch nicht aus. Ich glaube eher, das ist eine höher entwickelte Kreatur, die denken kann, die dann mit dir tradet, so wie man hier sieht, weil der Spieler droppt ihm hier Items raus und dafür gibt er ihm im Austausch dann einen Kristall, wenn ihm die Items gefallen. Dann packt er die auch da in sein Schüsselchen da rein. Und dafür bekommst du ein Kristall. Für was diese Kristalle gut sind, weiß ich noch nicht. Weiß, glaube ich, noch keiner außer Wildcard, aber anscheinend kannst du mit dem Kristalle oder auch andere Sachen traden. Oder vielleicht gibt es ja von den verschiedenen Arten. Der eine macht Kristalle, der andere macht Medikamente, Bären, was weiß ich. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Idee, wenn das wirklich so mit dem Traden ist. Wie man hier sieht, der ist auch anscheinend recht gut im Verteidigen, kann auch Steine zerschlagen. Aber wahrscheinlich musst du ihm dann eben passende Items geben, die er gerade will. Vielleicht wird er auch angezeigt, bevorzugt gerade, was weiß ich, Metall. Und dann musst du ihm so und so viel Metall hindroppen und dann gibt er dir den Kristall. Also ist eine sehr, sehr, sehr geile Idee. Und ich finde es cool, dass die jetzt auch diese Creature-Trailer machen. Oder Creature-Teaser. Ist auf jeden Fall sehr geil. Davon werden wir bestimmt noch mehr bekommen. Ich hoffe auch zu diesem Drachen oder sowas. Oder zu den Titanen mal. Das wäre richtig geil. Aber ich bin gespannt auf mehr. Und ich freue mich immer, wenn irgendwas Neues zu Extinction rauskommt. Ich hoffe ihr auch. Und was ich auch hoffe, ist, dass euch dieses Video nützlich für euch war oder es euch gefallen hat, am besten beides. Wenn ja, dann teilt es doch bitte mit euren Freunden, damit ihr auch nichts von Extinction verpassen. Abonniert uns, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und ansonsten hätte ich gesagt, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder.